Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Dead Space. Wir sind hier auf der USM Valor. Ich weiß, ich habe beim letzten Mal immer irgendwas von MS Valor erzählt, aber ich glaube, MS ist ja die Abkürzung für Kreuzfahrtschiffe, kann das sein? Ja, wir sind natürlich nicht auf einem Kreuzfahrtschiff, sondern auf irgendeinem kleinen Schiffchen, das bis an die Zähne bewaffnet war, als es hier ankam und uns eine Rettungsmission vorgaukeln wollte. Aber nun ja, wie sollen wir sagen, die Necromorphs sind ihnen zuvorgekommen. Ja, wir haben uns jetzt schon relativ weit durchgeschlagen, weil wir diesen Singularitätskern ja haben wollen, um, wie Hammond es plante, irgendein Shuttle zur Flucht klar zu machen. Und ja, da sind wir stehen geblieben beim letzten Mal. Und dann würde ich sagen, machen wir auch genau da weiter. Ich glaube, die Ripper-Klingen, dafür war kein Platz mehr. Genau. Wir hatten ja beim letzten Mal noch ein bisschen Muni durch diese Schießstandanlage dort gut gemacht. Dadurch sieht es jetzt eigentlich gar nicht so schlecht aus. Gut, ich glaube, es sah vorher auch nicht so schlecht aus, weil ich ein bisschen einkaufen war. Aber nun ja, wollen wir mal loslegen, rein in die Unterkünfte und mal schauen, was uns noch so Tolles erwartet hier. Schon mal die Waffe in den Anschlag. Seize your glory! Genau. Das sieht ganz stark nach einem Areal für großartige Kämpfe aus. Ich sehe es schon kommen. So, die Devise ist Überleben. Oh yeah, ich liebe euch, Leute. Bitte mal wechseln. Du sollst ihm das Bein... Oh, Leute. Das war ja wieder so schlau. So, du darfst auch nachladen, dankeschön. Das war ja wieder so toll gerade. 5 Schüsse habe ich gesetzt und alle in diese Leiche rein, die vor ihm rumlag. Ich fand niedlich, wie er gerade seinen Kopf mitgeschleppt hat, obwohl ich ihn schon abgeschossen hatte. Ich wollte laufen, aber geht ja nicht. Sie lassen mich nicht. So, da habe ich ihn zerbrochen. Das kommt davon. Ja, da gehen wir mal lieber nicht rein in das Ding. Hier, weg da, weg da, weg da. Ich zerschneide dich. Ja. So, das ist für dich. Dir noch das Köpfchen ab und das Ärmchen natürlich. Wow! Was? Ach, da war gerade einer von meinen kleinen Eiersackfreunden. Ich sehe schon. So. Bitte mal runter. Dankeschön. So, noch wer? Wo kommst du denn her? Ja, ist ja gut. Nicht so hektisch, mein Freund. Alles zu seiner Zeit. Ich glaube, jetzt wäre ein Medipack ganz gut. Na, hier ist ja was los. So, mal wieder Wechsel auf dem breiten Strahl. Dankeschön. Hat mal drüber geschossen hier, ich weiß es ja nicht. Okay, und jetzt noch der Freund da. Das ist so schlau, wenn die mir diese Anzeigen in den Weg machen und ich meine Feinde nicht mehr sehen kann. Meine Güte, hier ist was los. Und damit haben wir alle Medipacks verbraucht. Na, das ist doch ein super Einstand für die aktuelle Folge. Meine Güte. Huiuiuiui. So, ich hoffe doch mal, dass wir hier noch irgendwas finden werden, was wir wieder zur Heilung benutzen können dann, oder? So einen Stress zu machen, gibt's denn das? So, ja damit. Wenigstens Munition kriegen wir zurück. Wir haben ja auch mehr als genug verbraten gerade. So, das sacken wir gleich mal so ein. Haben wir noch was? Da ist noch was. Strahlmuni für uns. Ist das was? Nein. Oh, bonjour, Monsieur. Darf ich Sie zu einem kleinen Besuch unserer lustigen Strahlen da bewegen? Nicht so. Ist doch kein Grund, gleich in die Luft zu gehen. Also, wirklich. Ah, schön.
Damit haben wir es dann also doch überstanden, dann jetzt endlich mal. So, wir gucken mal, wie es aussieht, wie unser Bestand so ist. Ich sehe schon, wir haben alle Medipacks verbraucht und ansonsten sieht es auch nicht mehr so doll aus wie gerade eben noch. Jetzt bin ich natürlich sehr geneigt, nochmal hier drüben. Ach nein, da war ja kein Shop, das war ja bloß ein Speicherpunkt. Was? Credits. Ja gut, aber wir haben... Genau, jetzt können wir die Ripper-Klingen hier einsammeln erstmal und können dann die Ripper-Klingen von draußen noch holen. Das ist eigentlich eine gute Idee. Und wir kriegen sehr viele Impulsprojektile. So, Waffe geladen. Ja. Waffe geladen. Ja. Waffe geladen. Nein. Doch. Oh, ich dachte, wir können 6 Schuss aufnehmen mit der. So, dann halten wir mal den Ripper in der Hand und schauen mal erst noch fix, was wir hier noch alles einsammeln können. Ich gehe jetzt mal fest davon aus, hier wird keiner mehr kommen. Schund, okay. Achso, wir könnten auch hier mal in den Schlafkabinen gucken, ob da irgendjemand das für uns hinterlassen hat. Sieht aber nicht so aus. Und ich muss sagen, sehr geräumig ist das auch nicht, oder? Also, luxuriöses Reisen ist was anderes, denke ich mal. Oh, sehr gut, hier ist Shop. So, Textlog. Verschlusssache, Priorität Schwarz, von Chief of Staff Earth Defense an Commander Cadigan. Operation White Light. So, könnt ihr euch durchlesen. Ich nehme mal an, ja, es geht um die USG Ishimura. Und, wobei, mal kurz überfliegen. Ja, es geht um den Marker. Vorsicht geboten vor der Infektion. Setzen Sie schon mal. Aha. Es ging also tatsächlich um den Marker schon von Anfang an für die USM Valor. Das ist ja ganz super, diese Arschlöcher. Und da tun sie so, als ob sie uns retten wollen, natürlich. So, erstmal das Schema für das große Medipack hier losgeworden. Und jetzt können wir glatt mal gucken, was wir denn hier noch so Schönes kaufen können. Medipacks auf jeden Fall, aber nicht groß. Ich glaube, ich mache mir hier die Mittel... Ja, wir nehmen mal mittlere Medipacks. Oder die kleinen. Ne, ich glaube, die kleinen sind am sparsamsten, deswegen nehmen wir die einfach mal. Oh, Inventar voll. Ja gut, stimmt, das ist natürlich der Nachteil dran an den kleinen Medipacks. Die nehmen natürlich mehr Platz weg. Aber ist jetzt auch egal. Ich würde sagen, dann sind wir trotzdem ganz gut bewaffnet. Und wir können ja schließlich noch hier die... Ja, du darfst verkaufen. Wir können ja noch die Halbleiter hier verticken. Den Luftkanister lassen wir mal sicherheitshalber da. Und dann haben wir ja gleich noch Platz, um wieder was aufzunehmen. Nee, wobei ich glaube, ich lasse das mal so. Man weiß ja nicht, wo man den Platz mal brauchen könnte. Am Ende müssen wir noch irgendwas sammeln hier und oder kriegen dann noch irgendwelche tolle Muni oder eine neue Waffe oder so. Für die wir dann wiederum noch ein bisschen Muni kriegen oder sowas. Was weiß ich. Oder irgendwelche Schemata. Da muss man auch immer für Platz haben. So, ich guck bloß mal fix hier durch. Da drüben ist noch eins geschlossen, da müssen wir gleich noch reingucken. Das sieht so verdächtig aus, als ob irgendwo mal was drin liegen würde. Und noch ein Medipack. Sehr schön. Okay. Hier ist ja nichts mehr. So. Hahaha, halt. Ja. Arschlecken, wa? Natürlich ist da was drin. War doch so klar. So, da hole ich mir jetzt noch fix die Ripper-Klingen von hier drüben ab. Und dann können wir auch weitermachen. So, her damit. Wunderbar. Ich klucker gleich nochmal 2 Medipacks weg. Du darfst die Tür dann auch aufmachen. Dankeschön. Gleich mal 2 weggekluckert, damit wir hier volles Leben haben und, ja, damit wir es dann nicht machen müssen. Ich hoffe auch, die haben jetzt die kleinen Medipacks genommen dafür und nicht gleich so ein großes. Nein, gut, das ist noch da. Schön, das sieht gut aus. Wir sind gar nicht so schlecht bewaffnet, würde ich sagen. Ripper-Klinge, das? Nee, ich bleib bei der Ripper erstmal. Mal schauen, was da so kommen mag für uns. Was? Hammond, bist du das wieder, mein Freund? Möchtest du uns sagen, komm bitte, Isaac? Ich habe hier sehr viel Spaß und will das mit dir teilen. So. Boah. Kommt keiner. Gut.
Dann erstmal speichern. Ich finde ja schön, dass wir hier auf jeder Seite, auf jedem Aus oder an jedem Ausgang dieses Raumes, in dem wir gerade gekämpft haben, einen Speicherpunkt haben. Muss das so sein? Du darfst öffnen. Danke. Credits. In Ordnung. So, dann schauen wir mal. Wir kommen in den Maschinenraum. Warnung. Extreme Strahlungsleck registriert. Extremes Strahlungsleck. Hey, warte mal, Kumpel. Lass uns spielen. Hey, Dude. In die Ecke mit dir. Du warst böse. Oh. Störsignal auf meinem Ohr. So, war fix eingesammelt hier alles. Nochmal ein paar Credits. Ich weiß gar nicht, was wir haben an Credits. Ich war zwar gerade im Shop, aber ich habe kein einziges Auge auch nur darauf verschwendet, mal nach meinen Credits zu schauen. Das ist gut. Macht's bloß Sorgen, dass dieses Schiff hier so klingt, als ob es jeden Moment auseinanderfällt. Gleich A. So. Na, möchtest du? Dankeschön. Ich nehme mal an, das wird unser Fluchtweg sein hier. Deswegen speichere ich nochmal? Nee, kommt. Es passt schon. Gibt's hier was? Eine Anzeige, wo wir sind? Ja, zum unteren Maschinenraum. Rangbefugnis erforderlich. Selbstverständlich doch. Okay. So, wieso ist hier denn schon offen? Was ist das denn für eine Schlamperei? Noch mehr Gripperklingen. Puh. Ich befürchte, wir müssen gleich da rein, wo es hier so rumschrammelt. Na dann. Auf nach oben. Und ich nehme nochmal kurz einen Schluck Tee. In Ordnung? So. Oh, was? Okay. Okay. Das sieht ungesund aus, wenn ich das mal so anmerken darf. Wie soll man da langkommen? So, ich mache erstmal das noch ein Stück weiter. Ach, ich kann es nicht weiter rüberschieben, okay? Schnell zurück. Aha. Ja. Ja, sagt mir mal, wie ich das machen soll. Schützt mich dieses Ding? Ich glaube, ich bin gerade doch sehr dazu geneigt, nochmal runter zu gehen und zu speichern. Ach, hier drüben geht's weiter, okay. Wobei, nee. Ach du Scheiße. Ja komm, wir flüchten uns mal hier hin. Ich hoffe, wir sind hier nicht sicher. Natürlich sind wir hier nicht sicher. Wie konnte ich auch nur auf diese blöde Idee kommen, dass wir hier sicher wären? Heilige Maria, was soll ich denn hier machen? So, da hinten ist aber unser Singularitätskern. Super. Mir muss nur jemand sagen, wie wir da hinkommen. Ich probiere mal hier dahinter Deckung zu suchen. Aha. Das ist interessant. Ich weiß jetzt bloß gerade nicht. Stört. Doch, der Wind stört auch schon. Ich war mir jetzt gerade nicht sicher, ob es nur dieser Dingens da ist oder ob auch der Wind schon stört. So. Wisst ihr was, Leute? Ich, mach mal kurz einen Cut rein und lade nochmal und geh nochmal hierher, damit ich volles Leben habe und hier nicht mit meinen blöden Versuchen mir jetzt schon das ganze Leben geklaut habe. Also, bis gleich.